Guten Tag, heute zu unserem nächsten Webinar. Wir möchten heute über automatische Shutdown, über SNMP Powered Uninterruptible Power Supply, also USV, reden. Auch wir möchten das mit Hilfe von einem Skript runter unsere DSS, also Data Storage Server, runterfahren. Also Thema Shutdown. Es sollte ziemlich einfach sein, aber sind ein paar Kleinigkeiten, das muss man wahrscheinlich wissen, sonst wird man überrascht. Also ich möchte zuerst zeigen, wie soll man solche Software, UPS-Software konfigurieren. Okay, dann ich habe schon hier ein UPS, also USV gestartet. Wie Sie es sehen hier oben, ich habe Webschnittstelle mit 192.168.0.251 IP-Adresse. Eigentlich es ist egal, was für ein USV-UPS-Gerät Sie verwenden, weil fast alle verwenden gleiche Hardware, nur diese Software kann ein bisschen angepasst sein, aber die ganze Prinzip funktioniert fast identisch. Also in unserem Fall, wir verwenden ein Online-USV, also hier ist dieses Modell Xanto S1500, aber Sie können auch, Sie dürfen auch andere Hersteller verwenden. Okay, unter Device Status, dann haben wir hier Status OK, Batterie ist voll geladen. Unter Network and Security, wir haben hier konfiguriert unsere USV zu dieser Webadresse 192.168.0.251, ja. Und unter SNMP, wir haben unsere IP von unserer Data Storage Server eingetragen, ja, und diese Community ist hier public, okay. Das ist jetzt unsere Data Storage Server. Bitte verwechseln Sie nicht diese SNMP Konfiguration, welche wir haben unter Setup Administrator. Es ist auch eine Funktion, um SNMP zu konfigurieren. Und hier ist Community Statistics. Das hat nichts zu tun mit unserer SNMP. Wir haben zweite Instanz für SNMP, für UPS, USV-Gerät gestartet. Also wir haben zwei SNMP-Instanzen. Also das ist um die Statistiken, also Status, Statistik zu sammeln. Okay, wir können hier auch sehen, wie Speicher und so weiter verwendet ist. Und für unsere USV, bitte verwenden Sie diese Community Public. Okay, und wo man das konfiguriert, unter Setup Geräte. Ich habe schon es konfiguriert. Und dann unter Status Geräte, wir können sehen. Also hier haben wir Status OL, es bedeutet online, und die Batterie ist jetzt 100% geladen. Also wir sehen gleiche, wenn wir ins WebGUI von unserem UPS oder USV Device gehen. Okay? Lass uns jetzt kurz Strom abschalten. Ich mache zuerst kurz Test und gleich werden wir zeigen, wie soll man das konfigurieren. Also ich habe das hier konfiguriert unter Setup Geräte auf 5 Minuten. Also wir werden genug Zeit haben, um das zu ausmachen und anmachen zu testen. Okay, sorry, Status Geräte. Und ich schalte jetzt Strom aus. Okay. Ausgeschaltet, dann gleich wird unsere USV
V-Gerät das erkennen. Jetzt es ist on battery. Okay, dann wir sehen schon rote Punkt hier. Und in DSS, ein paar Sekunden später wahrscheinlich, kommt ein Signal. Wir sollen ein Event-Ereignis-Anzeige haben, gleich, wenn es kommt. Jetzt sehen wir, dass hier Status hat sich auf On Battery gewechselt und wir haben tatsächlich neue Message und dann steht hier, dass UPS ist on Battery. Okay, dann schalte ich wieder an. Okay. Lass uns sehen, was ist auf WebGUI von UPS-Gerät. Okay, hatte schon erkannt, dass Power wieder da ist. Und dann unsere DSS-Gerät sollte unter DSS Storage Device sollte gleich auch bekommen Info. OL bedeutet online wieder und neue Message sieht so aus. Das ist Online Power. Okay? Dann wir können das gleich sehen. Also, wie konfigurieren wir es an DSS-Seite? Also, ich habe hier USV verwenden, kann ich das gleich anchecken. Okay, übernehmen. Und dann lass uns jetzt checken, was in Status zeigt. Statusgeräte. Okay, nicht verfügbar. Dann lass uns das wieder konfigurieren. Also anchecken. Jetzt, um diese USV-Gerät auszuwählen, sollen wir MGE-Hersteller verwenden. Trotz, es ist nicht MGE, aber diese SNMP-Connection ist ein Standard und wir haben das unter MGE. Also lass uns MGE auswählen. Und wir können hier Singo auswählen und Model, ganz letzte UM-Link, also diese SNMP. Hier ist keine Auswahl, also eine Möglichkeit. Dann müssen wir also Zeit auswählen. Als jetzt ich möchte dieses Gerät also gleich runterfahren, dann können wir 30 Sekunden auswählen. Und wenn ich ausschalte, wird das schnell runtergefahren. Und hier IP-Adresse von unserem USV-Gerät. Ja, also hier haben wir das unter Netzwerk konfiguriert und dann wir haben Zugriff über diese IP-Adresse. Okay? Übernehmen. Und es dauert ungefähr 20-30 Sekunden, bis das in Status Geräte erscheint. Also müssen wir leider ein bisschen Geduld haben, wenn wir diese Status checken, weil das ist jetzt gerade eingeschaltet und dann unsere DSS wird mit USV sich verbinden, Kennwörter checken und Status checken, Community und dann gleich wird hier erscheinen. Also bitte kleine Geduld, bis eine Minute kann es dauern. Jetzt ist schon da, also Status ist online. Und Batterie ist 100% genauso wie unsere Direkt-Web-GUI zeigt von dieses Gerät. Okay. Ich kann jetzt gleich ausschalten, dann werden wir sehen, dass es dauert nicht mehr als 30 Sekunden und dann wird unsere DSS runtergefahren. Aber wahrscheinlich machen wir das später. Lass uns nächsten Punkt machen, weil wenn ich jetzt runterfahre und dann wieder oben, dann wahrscheinlich dauert es und dann müssen wir 4 Minuten warten. Ich werde das wahrscheinlich als letzte, eine von letzten Punkt auch nochmal zeigen. Also ich hoffe, dass es ist sehr einfach, das zu konfigurieren. Falls jemand braucht noch Step-by-Step-Hilfe, dann wir haben in unsere How-to-Resources, also unter Library,
und How to Resources befindet sich und others, glaube ich. Hier, how to configure SNMP-enabled OPS device, okay? Also, diese Schritte, welche ich gezeigt habe, sind genau Schritt bei Schritt auch mit Screenshots gezeigt. Also, wenn Sie es runterladen, dann haben Sie es auch. Okay? Zweite, bisschen mehr komplizierte Methode, um DSS, also Data Storage Server, runterfahren. Wahrscheinlich auch von anderen OPS oder USV-Gerät kann man skripten. Das ist häufig der Fall. Dann kann man auch von Skript solches Gerät runterfahren. Also, wir müssen zuerst unter Setup Administrator ganz unten ist eine Funktion Command Line Applications Programmes Interface. Hier zurzeit ist nur Command Line, aber wird auch API tatsächlich, REST API wird entwickelt und wird bald auch freigegeben. Wir können das deaktivieren. Okay, und das ist, wenn es deaktiviert ist, das ist ein Lieferzustand. Müssen Sie es aktivieren. Sie können auch konfigurieren, von welcher IP darf man solche Skripte schicken. Aber das kann auch leer bleiben, dann es ist nicht mehr nicht beschränkt. Jetzt Kennwort, also in meinem Fall werde ich einfach so Admin geben. Übernehmen. Okay, jetzt es ist aktiviert, aber für ein Skript brauchen wir noch ein Key, weil das ist ein SSH-basiert Schnittstelle, also es ist verschlüsselt und wir brauchen so ein Key, sonst wird jedes Mal wird System um Kennwort fragen und das soll so funktionieren, wenn es schon Skript gestartet ist, dann wird einfach Befehl geschickt und nicht mehr gefragt um Kennwort. Deswegen hier wir haben eine Taste erstellen und herunterladen. Wenn ich das draufklicke, dann wird eine neue SSH-Key generiert und dann ich kann es jetzt speichern, okay? Also das ist jetzt meine neue Key, ist Seriennummer von unserer Data Storage Server Software und dann einfach so random Nummer. Okay? Dann es ist gespeichert. Okay, und ich kann Open Containing Folder und das ist gerade diese Key, welche wir haben gerade gespeichert. Also werde ich kopieren und dann kann ich auf meine okay, dann habe ich hier ein Verzeichnis vorbereitet. Ah, das ist auf Platte D. Okay. Okay. Okay, ich habe so alte Key von alter Präsentation, also lass uns diese Key entfernen. Und ich habe auch alte Key PPK. Dann lass uns auch da auch entfernen. Und ich kann jetzt auf diese Platte. Okay. C, D in diese UPS-Verzeichnis. Ich kann diese Key einfach kopieren. Okay. Also wir sehen, der gerade erstellte Key von DSS haben wir hier kopiert. Und wir haben Schritt bei Schritt in unserer GUI, okay, unter Fragezeichen, wir haben Schritt bei Schritt, wie sollen wir diese API-Commands verwenden. Also hier es ist ein Beispiel mit SSH. Das ist mit Kennwort
Und das ist ein Beispiel mit minus i path to the downloaded key. Also wenn wir Key haben, dann wird jetzt nicht mehr um Passwort gefragt. Okay? Und diese Methode interessiert uns. Also wir möchten so SSH minus i und dann Key minus 2, das ist ein Protokoll, minus klein p, das ist Port, und dieser Port by default ist 22223. Wir haben gesehen, dass dieser Port war so, by default. Wir können das natürlich abändern, falls es nötig ist. Okay, dann nächste Parameter ist minus L, klein L, das ist API, ist also ein festgestellter Parameter, API, und dann IP-Adress und Command. Als SSH nicht immer mit Windows gut funktioniert, aber wir haben eine sehr gute Alternative, und diese Alternative heißt Pelink. Okay, auf Party. Irgendwie, ich habe ein Problem hier. Auf Party Webseite, wo haben wir SSH Client, da gibt es auch unter Download. Wenn Sie Download klicken, dann ist unsere Party, das ist SSH-Client, aber gibt es auch Pelink, es ist so Command-Line-SSH-Client, aber dieser Command-Line-SSH-Client verwendet andere Art von Key, und deswegen wir brauchen diese Party-Gen runterladen, okay? Und wir müssen diese Key, welche wir runtergeladen haben, auf sogenannte Private Key konvertieren. Okay, lass uns das machen. Okay, also ich habe schon diese Pathogen und Pelink runtergeladen. Okay, also ich starte Pathogen und dann, okay, gestartet. Unter Load, ich möchte meine Key runterladen. Uploaden, sorry. Hier, da sind, er sucht nur PPK, da müssen wir alles auswählen. Und dann, wir wählen unsere DSS Key, okay, Open. Dann haben wir es runter, und da haben wir da, okay, und jetzt, wir sollen auf Save Private Key klicken. Are you sure? Yes. Und dann, wir sollen irgendwie Name geben. Also, dann werde ich einfach so, Private Key. Okay. Ich kann auch so DSS Key, zum Beispiel DSS 220 IP, DSS Key geben, also dann geben Sie immer praktische Namen. Okay, dann haben wir jetzt gespeichert, diese DSS Key ist schon da, also dann wir sind bereit, schon diese Pelink Command starten. Okay, also Command läuft Pelink. Und erster Parameter ist minus i, und dann kommt Path für unsere Private Key. Also Key ist in diesem Verzeichnis, also das reicht, wenn ich einfach DS und Tabulator gebe, dann Windows funktioniert schon wie Linux. Kann man Tabulator klicken und dann wird der Rest von dieser Filename schon gefunden. Nächster Parameter, welche wir brauchen, das ist diese Protokoll Art, das ist Protokoll Nummer 2. Dann, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt Port. Also bitte aufpassen, hier nicht kleine p wie in SSH, aber großes p. Okay?
Nochmal, hier, Sie dürfen nicht kleine P verwenden, weil Pelling hat das leider geändert und dann müssen Sie große P schreiben. Okay? Dann Portnummer ist 22223. Nächster Parameter ist Username, also L. API haben wir fest. Und nächster Parameter ist schon unsere DSS, also entweder Name oder IP. Adresse. Wenn Sie IP geben, das ist sicherer, weil da brauchen Sie kein DNS. Also 192.168.0.220 und jetzt letzte schon kommt die also unsere Command. Also Command wird help. Okay, dann auf help antwortet unsere DSS mit die alle Commands, die zurzeit verfügbar sind. Okay, also wir sehen, das gibt's Reboot, gibt's Shutdown, gibt's manche Tests, Unit Manager, Update, Version, zum Beispiel kann Version geben. Okay, dann ist Version von diesem Protokoll ist 2. Ja? Also wir können das schon verwenden. Und Sie können das verwenden entweder in eine so eigene Programmierungssprache. Ich habe schon hier ein Beispiel vorbereitet als ein Python-File, also diese run.py, so type dann, es ist ein sehr einfacher Command, einfach muss man diese Command OS System, eine Methode System von Objekt OS verwenden und dann ein String kann man einfach so, wie hier steht, Pelling, dann in meine alte Skript war key.ppk, jetzt, ich muss das natürlich ändern auf DSS 220, und dann Protokoll API und dann Help, okay? Also diese Command wird jetzt nicht richtig funktionieren, weil diese Key stimmt nicht. Also lass uns checken, was passiert. Okay, run. Okay, er fragt wie Kennwort, weil diese Key-File nicht gefunden ist. Also Admin. Dann, wenn ich Kennwort gegeben habe, dann es funktioniert. Also Sie können das auch schnell abenden. Unsere Key heißt DSS 220, Key PPK. Oh, das ist auch Key PPK, okay. Weil ich habe wahrscheinlich zu viel gegeben, wenn ich gespeichert habe. Okay, wir können das nochmal, weil das ist ziemlich zu viel Kommas. Okay, del. Okay. Okay, das schadet nicht. Lass uns nochmal diese Putigen starten. Load, okay, alles, okay, und Save Private Key, und das ist DSS 220, und da gibt Extension der DSS 220, das wollten wir haben, und Save. Gut. Dann jetzt sehen wir, das heißt genau DSS 220 PPK. Also wenn ich das abende, okay, lass uns das abenden, okay, run. Ich kann das editieren, also DSS 220, das ist okay, in unserem Skript, lass uns das sichern, okay. Und jetzt, wenn ich starte Python run, dann diese Command ist vom Skript automatisch gestartet. Okay. Es wird
fast identisch, wenn wir dort Command Shutdown geben. Und dann lass uns das machen. Dann ich kann das nochmal editieren. Oder diese Command, wir können auch von direkt von unserer Manual. Okay, DSS PPK minus 2 minus großes P minus L User. Okay, und dann help. Gut, wenn ich jetzt statt help Shutdown oder Reboot mache, dann muss ich nicht da gehen und dann wieder einschalten. Dann wir können gleich sehen, wenn ich zum Beispiel dann gleich Server, er war noch kurz verfügbar, aber jetzt schon wird rebootet. Gleich, wir werden sehen, dass Server antwortet keine Ping mehr. Und dann nach kurzer Zeit wird es neu gestartet. Also diese Schritte sind auch aber mit SSH mit unserer auf unsere How to Resources kann man das auch finden. Wir haben das solche Beispiel mit Snapshot gemacht. Also hier haben Sie Remote Snapshot Control with API auf DSS. Das kann man runterladen. Hier ist es gezeigt, wie soll man SSH verwenden mit Command, wenn es geht um Snapshot starten und stoppen. Also es ist ganz ähnlich wie unsere Beispiel, welche wir gemacht haben. Unterschied ist, dass dort ist mit direkt mit SSH und wir machen mit Pelling, welche unter Windows eigentlich viel besser, viel stabiler funktioniert. Okay? Mit manchen Versionen von Windows, ich habe auch Probleme gehabt, dass SSH einfach nicht funktioniert hat. Also Pelling funktioniert immer. Einziger Nachteil ist, dass muss man diese Key einfach mit Key put again umwandeln auf Private Key. Okay? Also unsere DSS ist noch immer am Rebooten. Wenn es gestartet wird, dann als letzte Demo ein Stück heute werde ich einfach so Strom ausschalten und dann wir werden sehen, wie das funktioniert, dass, dass unsere DSS wird einfach sauber runtergefahren, wenn es kein Strom verfügbar ist. Okay? Also wir sehen schon, dann langsam wird wieder da. Der ist schon am neu starten und dann IP ist schon verfügbar. Also dann können wir das, was ich wollte, in Anfangphase starten. Also das wird aber nicht so günstig, weil müssen wir warten. Jetzt lass uns checken, ob GUI schon verfügbar ist. Noch nicht. Also dann müssen wir ja noch ein bisschen geduldig sein. Falls Fragen, dann bitte, okay, ich sehe schon eine Frage, wahrscheinlich kann ich
kann ich schon beantworten. Nächste Frage war, falls, wenn wir warten auf DSS, dann lass uns die Fragen beantworten. Soll auf APC-Geräte auch MGE ausgewählt werden? Ja, ja, nochmal ja. Für alle Geräte, wir haben das unter MGE-Modus. Und das funktioniert auch mit alle, weil das ist gleiche Standard. Es ist sowas wie mit iSCSI, ja. iSCSI soll auf jedem Betriebssystem einfach funktionieren. Nächste Frage, was passiert, wenn bei Shutdown zum Beispiel 10 Minuten eingestellt ist, die Batterie aber nur 2 Minuten hält? Crasht das DSS oder doch? Also, erwarten Sie bitte nicht zu viel. Wenn es hier 10 Minuten eingestellt ist, dann wird einfach 10 Minuten gewartet und dann zuerst nach 10 Minuten wird Shutdown ausgeführt. Wenn eine Batterie schon nach 2 Minuten ist, dann hat sich aber falsch konfiguriert. Dann müssen Sie das Gerät verspricht wahrscheinlich 30 Minuten oder 20 Minuten, dann müssen Sie Maximum eine Hälfte oder ein Drittel einstellen, dass und nicht riskieren, dass die Batterie in der Zwischenzeit weg ist. Ja? Wahrscheinlich, bevor Produktion so, oder ab und zu soll man sowas testen, ja, und dann Strom abschalten und sehen, wie viel Batterie eigentlich kann aushalten, ja. Das wird gut zu wissen. Manchmal es steht, das soll 30 Minuten aushalten und Sie können feststellen, dass nach 15 Minuten ist schon Batterie alle. Also das ist jetzt jetzt abhängig von das, was Sie haben. Okay. Aha, noch. Ich habe nicht alles gelesen. Ordnungsmäßiger Shutdown, wenn die USV nochmal eine Batterie Low Meldung ausgibt. Okay. Wenn 10 Minuten, okay, 10 Minuten eingestellt ist, die Batterie aber nur 2 Minuten hält. Frage, crasht das DSS oder doch ordnungsmäßiger Shutdown, wenn die USV nochmal eine Batterie Low Meldung ausgibt? APC gibt nochmal eine zusätzliche Bat Low. Das ist gute Frage. Ich muss sagen, dass höchstwahrscheinlich wir haben das nicht. Aber muss ich checken. Also dann werde ich mich an Sie morgen wenden, checke ich das weiter, ob das bei uns kontrolliert ist oder nicht. Da haben Sie recht, dass das kann sein, dass extra Signal wird Shutdown forcieren. Okay, lass uns zurück zu GUI gehen, weil in der Zwischenzeit sicher und nochmal Entschuldigung, dass ich habe die Frage nicht bis Ende gelesen. Lass uns das checken. Nochmal. Status. Haben wir alles online und unsere Setup ist für 30 Sekunden. Also drin haben wir nur die Meldungen sind noch nicht da. Lass uns jetzt ausschalten und dann werden wir sehen, was passiert. Und das, um gut zu sehen, dann werde ich auch diese Console Tool starten, weil in Console Tool sollen wir auch sehen, dass dieses Shutdown-Signal schon geschickt war. Okay, dann schalte ich wieder aus.
Jetzt ist schon on battery, okay. Und dann haben wir schon dieses Signal gesehen, dass die Maschine schon runtergefahren wird. Ja? Also dann, ich darf schon wieder einschalten. Aber unsere GUI wird das nicht mehr zeigen, weil das schon System wird runtergefahren. Also dann wird er runtergefahren und müssen wir gleich wieder manuell starten, weil es ist kein Reboot, es ist einfach Shutdown. Okay, also für heute, wir sind schon durch mit unserer Demo. Wir haben beides gezeigt mit Scripting. Ich hoffe, dass dieser Pelling ist auch klar erklärt. Und ganz normales Konfiguration über GUI.